Ey! Du bist so ein Profi, Alter, so geil. Ey. Nein, du mieser Huren, Digga! Wie lang ist denn der Lachs da, Alter? Ja! Ah! Fickarsch, Kacke, Muschi! Digga, wir sind doch. Wir sind die Losers! Heute wird es special, legendär und episch. Heute nämlich Hot oder Schrott, X21 Wallride, Hipster Slide und so weiter und so fort. Wieder vom guten alten René. Kuss geht raus, danke dafür. Und wir rasieren jetzt gemeinsam heftigst im Rasurmodus mit Deko. Hallöchen. Hasta la Reismuchachos. Das war eine der cringigsten Anmoderationen, die es jemals gab. Hallo, ich bin Mr. Cringe. Wie geht's euch? Bin es sehr poliert. Herzlichen Hallo und ich wünsche euch einen wunderguten Appetit, gute Nacht, guten Hunger, guten Dienst, schönen Feierabend und einen wunderguten Geburtstag. Wieso rauchst du so komisch? Hä? Warum? Hä? Warum ist warum das so nass? Ich rauche nicht, das sind das. Ja, sind, ja! Das sind ja. Das ist Nässe! Aber ich entschuldige mich für das cringige Intro. Ich mache es aber wieder episch, indem ich sage, heute wird es legen. Wait for it. Der. Oh yeah! Gar nicht cringe, mein Bruder. Gar nicht cringe. Hä, wieso habe ich denn jetzt kein. Hä, wieso habe ich denn jetzt kein Wasser mehr unter den Reifen? Aber ja, wie gesagt, X21 Warren ist der erste Part. Dann kommt Hot oder Schrott. Und dann kommt Hipster Slide. Also heute die bunte Tüte. Für jeden was dabei. Und der gute René wünscht sich demnächst gerne ein Losers versus Mapperbauer gegen uns. Da kann ich aber. Oh mein Gott. Oh! Kann ich aber leider. Was? Hä? Lol. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird schwierig, weil du ja keinen PC hast und auch mit einer Xbox oder PlayStation. Wird das leider nicht funktionieren. Beim Hofmann dachte ich gerade, dieser graue Lachs, das sind so Reifenzerstörungsdinger, weißt du? Sind das Reifenzerstörungsdinger oder kann man darüber fahren? Grauer Lachs? Ja. Ich habe versucht, dem Scheiß auszuweichen, aber das ist dann todesschwer. Ich bin da lang gefahren, meine Reifen sind heile. Okay. Okay. Du musst da hochfahren und da kommt ein Weitsprung, ne? Weißt ach, du meinst die ja. Grauen Dinger hier bei der ja. Straße noch? Ja. Nicht in der Tür. Ah, da kann ich rüberfahren. Ah, okay, dann ist das ja easy. Ich habe gerade versucht, den irgendwie auszuweichen, Nee, dann fliegst du komisch. Nee, du fährst dann, hast du jetzt geschafft? Ja, ich bin jetzt oben in so einer Tube und da muss ich genau. Gleich eine Koralle Spirale machen. Spirale hoch und Weitsprung. Ich muss doch erstmal da eine Koralle machen, oder? Nee, ist ein Weitsprung. Hä? Lade mich nicht voll! Ich hab da ein Dings gesehen! Was? Ein Flugzeugpunkt, ja. Ich fahr jetzt einfach. Mach ich vertrau dir nicht, ne. Richtig schlechter Mensch, ey. Wir schauen mal, wer der schlechte Mensch hier ist. Na! Hä, wieso komm ich da nicht hoch? Aha. Ach, da ist aber ein Weitsprung. Ja, ich hab's jetzt gesehen! Also beim Hochfahren dann eine Koralle machen. Ah, ich hab nämlich jetzt unten schon die Koralle angefangen, weil ich da irgendwo den Flugzeugpunkt gesehen habe. Du bist so ein Lachs, ne? Eigentlich wollte ich es auch so machen. Ich geb dir mein goldenes Karma und du spuckst mir ins Gesicht. Aber nur, weil du einen Gesichtsspucker verdient hast. Warum? Einfach so. Aha, danke. Ehre geht raus. Also, René. Ehre? Wir können gerne gemeinsam zocken. Musst du nur ein PC organisieren. Dann können wir gemeinsam zocken. Oh fuck, ich bin gespannt, wie du drauf bist, was du drauf hast. Oh fuck. Ah! Fickarsch, Kacke, Muschi! Digga, brauchst du jetzt schon wieder verkackt? Ich hab beim Hochfahren eine Koralle gemacht, bin rückwärts gefahren und rückwärts zu langsam gewesen, runtergefallen. Richtiger Lappon. Muss ich die Koralle wieder so machen, dass ich die fertig habe, wenn es gerade wird da oben? Die Frage ist jetzt aber noch zusätzlich. Deko, wo geht's danach hin? Zurück vermutlich. Egal, diese Strecke, wo man nicht ach das so, hochfahren da, muss, das ist richtig behindert, Alter. Das Hochfahren? Wo das Hochfahren?
Ja, das, wo du die Reifen-Kaputtmachteile gesehen hast. Ach so, ja, geht. Komm da immer auf den roten Streifen, diese rot-weißen Streifen drauf und dadurch hast du dann keinen Grip mehr und fliegst einfach nur durch die Gegend. Dann musst du da nicht rüberfahren, das ist doch ganz einfach. Ja. Ja. In der Theorie ist das ganz einfach. Hast du den Bums jetzt geschafft? Also ich habe jetzt erst gesehen, wie die Spirale aufgebaut ist. Ich dachte, ganz oben wäre dann der Punkt, aber das führt ja noch zu so einem kleinen geraden Stück. Das wusste ich nicht. Oh. Oh, ich hab's. Ja, ja, dann aber, viel Spaß. Ich weiß nicht wohin. Wo zum Fick? Keine Ahnung. Ich fahr mal ganz unten. Okay, ich komme nur wieder in die Tube rein. Ich schau mal von hier, ob ich irgendwas sehe. War irgendwie unten am Spawn. Oder so. Also ich denke mal der nächste. Ich hab's gesehen. Okay, ich bin weiter. Ja? Fuck. Puff. Ja, sag doch mal, wo du unterwegs bist. Da ist der Wallride, okay. Nein, du mieser Huren, Digga! Wie lang ist denn der Lachs da, Alter? Hä, was zum Fick? Warum ist da nicht mal das Ende? Ey, Digga. Das war aber auch mies gerade, ey. Okay, irgendwo ist hier der Wallride, ne? Aber die Frage ist, wo? Willst du mir sagen, wo? Irgendwo unten? Irgendwo links? Irgendwo rechts? Ja, du fährst raus, wie du reingekommen bist. Und dann ist unten. Eine Abfahrt. Anstatt dann halt, ne, wieder hochzufahren, wo die Reifen Kaputtmachteile sind, fährst du unten dann einfach. Okay. Gesehen, ja. Ich dachte, das wäre jetzt wieder ein Troll. Aber wo hast du dann noch verkackt? Ach, der Scheiß, was ist das denn? Dick, was ist das? Nein. Ja. Okay, da kann man noch verkacken. Wo? Wallwechsel? Sag nicht, da kommt noch ein Wallwechsel. Fuck! Was ist das? Nein! Was? Nein! Hä? Der Wallwechsel ist ja Todesscheiße gebaut, ey. Hab ihn aber? Ja. Oh, ich hab's. Da hab ich leider verkackt. Oh, ich bin durch. Jetzt kommt Hot oder Schrott. Scheiße, Mann! Das war böse. Das war echt böse. Ja, ich bin da so gefahren, dass ich dann ganz unten angekommen bin nach dem komischen Lachs davor. Okay. Hab's nicht mehr geschafft, nach oben zu fahren, rechtzeitig für den Wallwechsel. Aber X21, 7 Minuten, jetzt kommt Hot oder Schrott. Ich würde sagen, das schaffen wir auch in 5 Minuten und dann rasieren wir René den Hintern, oder? Let's go. Digga, miese Arschrasur. So, okay, jetzt durch die Edwards hier durch und dann muss ich mal schauen, dass ich diesmal den Wallwechsel hinbekomme. Ich weiß aber nicht genau, wie ich hier jetzt besser fahren soll. Irgendwie unten. Oh ja, das war besser. Oh ja, Alter, das war besser und sauber und smooth as fuck. Möwe, sag ich da nur. Möwe. Verwendle und Hard ohne Schrott. Ja, du bist zuerst hier, Monsieur. Ich hab ein bisschen Angst. Meinst du, René hat links eine Scheiße hingebaut? Dann nehme ich mal die Scheiße, ne? Ich hoffe, du hast Scheiße. Nein. Oh ja, das sieht ziemlich kacke aus. Aber, was bist du? Oh. Okay, ja, so Mann. Scheiße, dass du gleich explodierst? Ist besser als deine Karre, aber... Auf jeden Fall, geil finde ich die auch nicht. Ey. Keine Ahnung, wirklich der Lampardati ist. Der Lampardati ist das. Der fährt geil, sich. Oder? Aber, ja, doch, der... Ah, Alter, ja, der dreht sich ein bisschen, aber doch. Ganz schon ganz. Alter, schon ganz gut. Wie geil du einfach hoch und runter fahren kannst, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, naja, hat sich schon ein bisschen überdreht, aber bei der Geschwindigkeit und so. Wow! Okay. Uff. Oh. Junge. Okay, ja, drehen. Ja, ich warte hier oder dann dreh ich auch. Wow! Ja, drehen. Und dann müssen wir da wieder zurück. Den ganzen Scheißweg oder wie? Unten? Den ganzen. Aber auf jeden Fall erstmal.
Warte, ich muss kurz die... Ah, die Ausfahrt ist direkt... Oh. Du hast es ja schon mal geschafft, das ist schon mal gut. Ja. Meinst du... Wow, meinst du nicht unten ist noch ein Warride? Ich bleib erstmal hier. Hast du schon einen Punkt eingesammelt? Oh fuck. Hast du schon einen Punkt eingesammelt? Und, ja, hab ich. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht ist falsch, aber okay. 2 Punkte, Digga, das war ja richtig easy, Alter! Ist da der Punkt schon, oder wie? Da ist der Punkt, ja. Und jetzt ist hier aber auch nur ein Verwandler. Nee. War es das wirklich schon? René! Ich glaube, René denkt... Oder waren wir wirklich mal so Cut-Noobs? Er denkt wirklich so Cut-Noobs. Digga, wir sind doch... Wir sind die Losers! Bruder, wir sind doch nicht von gestern, Alter. Ja, was ist da los, Alter? Wir sind richtig. Loser, ja? So, was haben wir hier? Oh nein. Er gefällt mir. Was ist das noch? Ist das der Thrax? Das ist der Thrax, Digga. Den kennen wir. Ich kenne ihn aber auch nur wegen der französischen Flagge so an der Seite. Ist das eine französische Flagge? Warte mal. Muss man mal abchecken. Oh, ich hatte es noch nicht gesehen, aber es ist auch hinten auf dem Kofferraum steht auch ein T drauf. Hey, bist du durchgekommen? Bei mir war da irgendwo eine Bremse. Ja. Ah. Fahr jetzt einfach mal unten. Also auf der Mitte ist eine Bremse. Okay, beim Schwarzen ist sogar noch unten eine Bremse. Digga, jetzt kommt wieder so ein Scheiß. Beim Schwarzen musst du oben fahren. Du meinst ja beim, also relativ am Anfang sogar noch. No! Ach so, ich bin ja später eine Bremse. Ja, Alter! Und jetzt fahre ich hier nach unten, so. Ja. Jetzt fahre ich... Okay, beim zweiten Übergang, also ich fahre nach oben, dann nach unten, beim zweiten Übergang aber von orange auf schwarz wieder ist ganz unten was, pass auf. Hey, ich bin jetzt in orange und in Bremse gefahren am Anfang. Warte mal, ich fahre erstmal oben, weiche den ersten Lachs aus. Dann fahre ich beim Übergang von ganz nach unten. Ich unten in Bremse gefahren. Hier, und jetzt fahre ich wieder nach oben und hier dürfte ich jetzt safe sein, ne? Ja. Okay. Hä? Hey, ich fahre schon wieder, ich fahre einfach am Anfang von orange. Wenn ich von oben nach unten fahren will, in eine Bremse rein. Ja, dann ja, ist das nicht richtig. Warte mal. Ja, aber das hast du auch gerade gemacht. Am Anfang oben fahren, dann bei orange folge mir, unten. Folge mir. Übrigens, der zweite Warride. Warte, ich schau kurz bei dir. Hä? Folge mir. Hier, komm her. Extra langsam. Oh, bist du da? Ja, nee, bin ich nicht. Okay, ich respawne. Wahrscheinlich, wie ich mich kenne, fahre ich jetzt auch in so einen Scheiß rein. Okay. Digga, es gibt einfach keinen Weg, ey. Also, ich fahre als erstes oben, ne? Ja. Oben. Hab ich auch gemacht. So. Genau. Dann fahre ich hier unten. Du bist vorher. Dann fahre ich hier wieder oben. Ja. Und jetzt kommt das Ding, Deko. Wir fahren. Warte mal. Scheiße, es gibt ja mehrere Wege. Wie kannst du den Wortwechsel verkacken? Ja, ich bin ein bisschen perplex gewesen, dass das, Ey. Okay, da ist alles falsch. Du darfst nicht den ersten Warride nehmen. Vorher runter. Aber beim zweiten Warride oben ist auch oben ganz, ganz falsch. Also fahr oben, unten. Also ganz oben, aber da unten. Was? Ganz genau. Hä, da ist ja auch wieder eine Bremse auf dem... Ey! Wo ist eine Bremse? Nach dem Warride-Wechsel kommt erst ein oranges Stück und dann ein schwarzes Stück. Und da bin ich mittig in die Bremse gefahren. Ich fahr die ganze Zeit oben, glaube ich, oder? Bin ich komplett loco? Ja. Hä? Was? Ey, das Ding habe ich vorher nicht gesehen. Ey, René, Mann. Ey. Das kenne ich von Silber einfach. Dann fahre ich jetzt ganz einfach von Silber, diese Scheiße hier. Ganz unten bei Schwarz ging. Die Frage ist jetzt, auf welche der Straßen... Ich fahre jetzt nach ganz oben. Ja, aber da unten auffahren. Nicht oben. Oben ist eine Bremse. Ich bin mittig gefahren, da war eine Bremse. Ja. Aber ich habe dir gesagt, ganz oben, unten. Habe ich doch gesagt. Ja, Digga, meinst du, ich erinnere mich da jetzt noch dran, oder was? Ja. Ja, offensichtlich falsch gedacht. Hier, unten ist richtig. Ey, das Autobremse. Ne, schau jetzt von hinten. Kann ich da irgendwas sehen? Natürlich kann ich nichts sehen! Oh lol. Was ist los? Oben auf der Straße ist ein Punkt. Nein. Hahaha, ich bin so ein schlauer Typ, Alter. Unfassbar. Digga, das habe ich jetzt auch erst im Augenwinkel gesehen. Yeah. Digga, du brauchst mich einfach, ey. Das heißt, die beiden Straßen sind wahrscheinlich falsch. Einfach nur ein Troll, weil da geht ja nichts mehr weiter. Einfach trollt, ey. Stimmt. Einfach trollt. Und Digga, dafür, dass ich dir die Info gegeben habe, weil er mich noch richtig schlecht. Ja, ey, irgendwas muss ja auch mal von dir kommen, ja? Und jetzt?
Kommt da hinten irgendwo ein Wallwechsel? Ah, wir fahren ein bisschen Spawn. Ich hab gerade was Gelbes gedacht. Ah, okay. Ja, guck mal, da lernt er wieder von mir, was man machen muss. Er kriegt nicht mal da. Ja, was muss ich denn machen? Du fährst bis zum Spawn, machst dann noch einen weiteren Wallwechsel. Ah. Ey, nein! Ich hab die vergessen! Was? 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 Nein! Du verkackst eh, Digga, du weißt doch nicht, wo. Ja, ich hab das schon. Oben, unten? Hey, du hast wirklich verkackt. Ja, aber ich verkacke, weil ich auf das Schwarze nicht auffahren kann, um mich zu überdrehen. Galapon. Richtiger Lapon. So, nein, nicht so weit runter droppen, wir müssen oben fahren! Ah! Und jetzt muss ich irgendwie runter. Nein, ficken, wie ging das denn nochmal? So, warte, wir sind oben. Hier relativ lang oben gefahren. Ja, oben. Ja, dann und nach. Und dann hier irgendwie runter fahren. Ja, hier unten bleiben. Und hier wieder nach oben. Ja, hab ich auch. Und Wallwechsel. Ja, hab ich auch. Oh! Ja! Ja! Nein! Ja, ich hab den Punkt! Ich hab den Punkt! Na. Schön, dass du vorgefahren bist! Es war so schön zu sehen! Dass du verkackt hast! Richtiges Kameradenschwein! Schön verkackt hast! Die neue Single, jetzt erhältlich! Du hättest es eigentlich auch verdient zu verkacken. Hättest du verdient gehabt. Das Ding ist, wo bist du gefahren eigentlich jetzt? Ich glaube, ich muss unten fahren. Ganz unten! Yeah! Ein wunderschöner Kunde, mein Tata. Ja, vielen Danke. Hä, wofür? Dass die gesagt hat, wo du lang fahren musst, du lang. Hast du nicht mal! Ich hab doch gerade gesagt, ich bin unten gefahren. Du fährst unten? Bedank dich gefälligst! Wie gerade die Lottozahlen von morgen gesagt, Alter. Digga, wenn du das machen könntest, ja, das wäre richtig geil, ey. Die Lottozahlen, er würde sie nehmen. Fährst du rückwärts? Er fährt rückwärts, nein! Ey, ich fähr vorwärts, meine ich. Nein! Nein! Yeah. Dass er auch noch das Glück hat, dass da kein Speed ist, ne? Was für ein Glück, Alter, das ist Skill. Hat dir René wahrscheinlich in seiner Flüsternachricht entgegengebracht, nachdem du mit ihm einfach im Bettchen warst, oder? Wenn du gefahren wärst, da wäre Speed gewesen. Ja, weißt du das? Hast du es getestet? Natürlich, hast du auch gesehen. La 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 la. Also bist du mich langsam, ne? Ich bin schon bei dir jetzt. Kuckuck! Ist da wieder irgendwo eine Bremse für dich? Hat der kleine Deko Angst? Kuckuck! Wir sehen schon Angst. In der Hölle! Ach schade, ich hatte gehofft, dass du über den ersten Punkt rübergesprungen bist. So, wir fahren mal weiter. Oh. Nein! Wir sind's dann, ne? Bin weg, see you! Boah! Boah, Alter, das wäre fast nach hinten gegangen. Oh! Scheiße, er ist zu schnell. Da 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 da. Pro Bosser! Ist ein da. Oh, ich glaube, das ist das Ziel. Lol. Nee, ist noch ein bisschen. Oh. Ah. Ja? Er hat auch vielleicht mal 3 Sekunden länger nachdenken dürfen. Das war eine richtig dreckige Lache. Ja, schon ein bisschen. Oh, geil, ey. Jetzt kommt übrigens der Hitzlosslide. Ich kann den wieder nicht. Den musst du mir wieder beibringen. Hä? Ja? 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 Man muss einfach runterfallen. Ja! LOL. Das ist wie ein Troll, oder wie? Ja, beim zweiten Mal hab ich das gedodged, Alter. Please. Es ist der Pro-Fucking-Bosser. Pro-Fucking-Bosser. Nein! Wee. Okay, on A. Nein, off! Okay, ich hab eine Sache. Okay, Bruder, komm, first try. La 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 la
Nein, Deko! Oh, ausgewichen. Ah, schade. Ich kann das übrigens noch steuern, ne? Das kann ich. Weil ich pure fucking Pussy bin! Scheiße, ich hab mich zu weit zur Seite gelehnt. Denk dran, du musst am Ende gut abspringen, weil du direkt in den Gleitmodus kommen musst. Ich komm aber... Ich komm schon wieder nicht in den Gleitmodus! Hä? Hä? Ich würde ein bisschen weiter nach rechts cruisen, Deko. Ah, fick Arsch, Alter! Mann! Keine Ahnung, wie ich da noch verkacken konnte jetzt, aber... Ey! Du bist so ein Profi, Alter, so geil. Ey, Digga, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein, dass ich noch nicht einmal scheiß abgesprungen bin, Mann! Oh ja, das war's. Oh, du musst dich danach wieder aufstellen, Deko. Dann kommst du in den Gleitmodus. Aufstellen? Ja. Wie, also einfach aufhören zu sliden? Ja. Oh, jetzt habe ich endlich den Punkt. Alter Schwede, wir sind auch schon bei 38 von 50. Ne? Als ich die Videobeschreibung gelesen habe, dachte ich, okay, also 2 Stunden Minimum. 100 Jahre Garantie Minimum. Oh, fuck, Alter. Ich habe es eiskalt geschafft. Okay. Was kommt denn jetzt noch am Ende? War es das jetzt, oder? René! Egal, ich muss sagen, Marvin, bei mir war es der First Try, ne? Weil du wusstest, wie es geht. Ich habe vorher auch schon so gemacht. Echt, hättest du? Ja. Ne, eigentlich springt... Also dachte ich, die Plattform wäre da, um zu jumpen, you know? Alter, Digga, diese Map haben wir ja wirklich in Rekordzeit. Weg! Geh! Shave! Aber cooles Ding, René. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Kuss auf die Nuss. Weißt du Bescheid? Die war echt ganz cool. Bisschen zu einfach vielleicht noch. Echt? Ja, die war wirklich zu oder, einfach. Oder ein bisschen zu kurz. Aber wir sind auch krass unterwegs gewesen, muss ich sagen. Hot oder Schrott, ne? Da hätte man noch ein bisschen besser... Was heißt ein bisschen besser? Da hätte man noch ein knalliger sein mehr. Können. Genau, noch ein weiteren. War das nur ein Punkt eigentlich? Das war ein Punkt, genau. Aber der an war sich... ja mit beiden Gitarren einfach. Stimmt, der war echt viel zu einfach. X21, der Borat, der war gut, der hat mir gefallen. Hot oder Schrott? Ja, geht auf jeden Fall besser, ne? Also schwerer, war zu einfach. Der Slide, der war jetzt eigentlich auch ein bisschen zu einfach. Wenn man weiß, wie es geht, ist einfach, ne? Also all in all, René, hast du, glaube ich, ganz am Anfang uns immer richtig zerstört mit knüppelharten Maps. Aber du hast den Gang so ein bisschen runtergefahren und willst uns, glaube ich, jetzt auf ein Date holen. Ich will mich aber auch nicht beschweren, weil ich muss sagen, ich finde sowas dann wieder noch besser als eine 2-Stunden-Map. Ja. Also man muss sagen, René ist der kleine Bruder von Silber, oder? Also ein bisschen vielleicht. Ja, also die Ideen sind geil, ballert uns zu mit Maps, aber er vergewaltigt uns nicht, so wie Silber. Nice. Ah, also Muchachos, das war X21 Hot oder Schrott und der gute Slide. Probiert's gerne selber aus, 20-Minuten-Challenge für euch. Dankeschön, machbar. René. Frag meinen Kollegen, ob du dein PC ausleihen kannst und zock mal eine Runde. Bis dann, reingehauen. Ciao, 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 ciao.